die Windrauen? Nein, mir gefallen die wirklich. Ich war jetzt da oben, das ist beeindruckend, wobei ich natürlich erst einmal Affinität habe zu Technik mit Maschinenbauer. Also schon von deswegen beeindruckt mich das, dass da diese riesigen Kunststoffdinger sich verbiegen und die 200 km/h haben da. Wenn ich da runterfahre, das denke ich, das ist schon arg, das klingt arg. Ist auch von der Form, das hat irgendwas Ästhetisches. Das ist so, dass eben die Energie sichtbar macht. Das macht so, ja, der Wind bewegt es. Man muss erkennen, dass man auf einem Tanker ist, der sehr groß und sicher unterwegs ist, aber falls er auf einen Riff läuft, genauso untergeht wie ein kleiner Schnake. Ja, und wenn wir das erkennen, dass die Eisplatte, auf der wir uns bewegen, eigentlich eine ganz, ganz dünne ist, sie trägt zwar noch, aber sie ist sehr, sehr dünn. Also, dass wir ein Tanker sind, der sehr verwundbar ist, genauso verwundbar wie die Titanic, ja, dann haben wir gefälligst auf den Leuchtturm zu achten. Im Kölner Dom haben sie 300 überbaut. Der steht noch immer, der steht zum Ausschauen. Nur der, der gebaut hat, der angefangen hat, wusste, er wird ihn nicht sehen. Weil wenn der sagt, die fahren jetzt noch nicht da, ein Stahlhilling für einen depperten Dom, der in 300 Jahren steht, dass man schon um mehr Zeit, weil wir was haben davon, hätte es nie den Dom gegeben. Es muss die geben, die trotzdem tun, weil sie einfach sagen, okay, ich glaube, ich spüre, das ist richtig. Also wenn ich jetzt irgendwo nicht wüsste, was das ist, was hier steht, ja, ich wäre auf einer Weltreise und käme an einen Platz, wo das steht, denke ich mir, boah, eine Kultstätte. Jeder kann was machen. Jeder kann was machen. Das ist nichts, was du tust in deinem Leben, ist egal.